Klar, kacken wir uns auch mal an. Ja, gut. Das ja, ne, Birgit, ne? Ich hab nicht zugehört. Ja, brauchst du auch nicht. Das ist, glaube ich, besser so weiter. Herzlich willkommen zur 40. Folge des Kreativdepot Podcast. Ich bin heute wieder zu Gast im Lager und gehe mit Jess mal durch die Regale. Und zwar picken wir mal eine eurer Bestellungen. Ihr hört also einen kurzen Einblick in den Alltag der Lagerfeen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. So. Also, guten Tag, junger Mann. Schönen guten Tag und erstmal frohes Neues. Ja, das wünsche ich dir auch, ne? So, wir picken ja jetzt eine Bestellung zusammen. Ja. Normalerweise ist es halt, dass wir sind aufgeteilt meistens in Picker und Packer. Mhm. Und die Picker laufen hier nicht mit einer Bestellung halt rum. Das ist, die haben meistens einfach halt zwischen 6 und 32 Bestellungen, die sie gleichzeitig raussuchen. Mhm. Je nachdem, ob das mit Papier ist oder nicht mit Papier. Ja, okay. Deswegen, wir haben ja unterschiedliche Kisten, große und kleine. Zum Beispiel, ich glaube, Nina, die pickt gerade große, Antje hat gerade kleine gepickt und so teilen wir das immer auf, dass wir immer eigentlich vom Datum und von den Uhrzeiten immer gleich runtergehen. Ja, okay. Wir nehmen uns jetzt eine große Bestellung, also mit Papier heißt es bei uns. Wir sehen zum Beispiel jetzt gar nicht den Namen, wir sehen nur noch, da welche Artikel da drin sind und dann laufen wir erstmal halt los. Okay. Scanner in der Hand, die Kiste wird angescannt, wir haben an jeder Kiste einen Scan-Code. Ah ja. Und dann geht es auch quasi los. Die erste Station ist quasi halt, dass wir gucken, dass wir ein Goodie in die Kiste reinkriegen. Ah. Wir haben hier unter also ein Goodie-Regal, nimm einfach ein Goodie, schmeißen das in die Kiste. Einfach willkürlich, also. Ja. Ja. Da suchen wir, also wir haben zwei unterschiedliche zwischen Bildern und Schriften, aber das ist einfach, wir greifen rein und dann ist gut. Ja, okay. Dann haben wir ja die Sondergoodies. Ja. Die findest du hier, das ist dann auch schon das erste Regal, Regal A. Und da sind dann gleich diese Sondergoodies, die man zusätzlich dazu bestellen kann. Ja, ab Bestellwert 30, 60 oder genau. Genau. Da haben wir auch schon in unserem Picker, siehst du das auch, der Picker zeigt den an, der Lagerplatz, da in blau, das Stempelset, was denn genommen werden würde. Hinten auf der rechten Seite steht der, wie die Anzahl. Menge, und dann kannst du den Artikel quasi halt rausnehmen. Wir sehen jetzt bei A24. Ja. Hinten auf dem Stempelset ist ein Scancode. Einmal abscannen und dann packst du das in die Kiste. Mhm. Denn, weil ich ja weiß, dass sie einen höheren Bestellwert hat, kommt gleich ein zweiter Goodie mit rein. Aha, okay. Und schon weiß ich, okay, die Bestellung sollte eigentlich safe sein mit den kleinen süßen Goodies. Okay. Und dann laufen wir weiter. Gut. Wir haben Regal von A bis Z, also die ganzen Reihen runter. Jetzt kommen wir um die Ecke, sie siehst du ja auch schön bis da hinten hin. Ja. Und dann ist es quasi, du läufst einfach nur links und rechts umher. Wir müssen jetzt zu Regal B. B26-2. Gut. Wer den Such macht. Also hier ist D. Da ist F. Mhm. Da ist E. Dann kann es ja eigentlich nur da vorne irgendwo sein. Genau, dann nehmen wir unseren Wagen mit in unserer Kiste und dann laufen wir da hin. Dann laufen wir da mal hin. Naja. Ja, also das hatte ja Ina auch schon erzählt und ich selber komme ja auch aus der Logistik. Da war es auch so, der Scanner berechnet dir quasi, sagen wir jetzt mal, du hast 5 Bestellungen, von Regal A bis Z durch, dass du nicht zickzack läufst. Genau. Und wenn du jetzt an einem Fach 3 Kunden hast, die das gleiche bestellt haben, dann hast du 3 Kisten, wo du 3-mal aus dem gleichen Fach ziehst. Genau. Und das ist halt auch so, wenn du jetzt mit, also ich, wenn zum Beispiel ich picke, ich mache das ja eher seltener. Ja. Ich glaube, wenn man mit 3 großen Kisten zum Beispiel halt los, und der zeigt dir auch an, wenn du jetzt 3 Stempelsets halt A's und genau in welche Kiste das reinkommt. Mhm. Also du scannst es an, der sagt A, 2, 3 halt, ne? Und dann ist gut. Ja. Also das ist schon eigentlich ein sehr geiles System. Auf jeden Fall, ja. Gut, jetzt haben wir hier 26-2. Der hat jetzt kein Scan, weil es ein älteres ist. Ah. Das heißt, dann muss ich das einmal eben so bestätigen. Einmal kontrollieren, Name und dann geht's wieder in die Kiste. Ja. Und dann müssen wir weiterlaufen. Jetzt müssen wir zu H. Jetzt müssen wir zu H. Wie Hallo. Hallo. Oh, guck mal, hier ist Stau. Ja, Silke ist hier. Guten Tag, Silke. Guten Tag. Ja, du triffst hier immer Leute. Ja, so. Ist immer was los. So, ja. Wir sind jetzt bei H. Wir sind bei H. Wo musst du hin? H117. Na, dann lauf mal los, junger Mann. So, 1. Hier sind die ungeraden Zahlen. 8, 9, 10, 11, 7. Einladung, Konfirmation, Kommunion, Glückwünsche. Richtig. Und Pickzahl 1 sehe ich. Mhm. Das heißt dann den hier einfach. Genau, ich scanne hinten mal ab. Ach ja, genau. Und dann kannst du das in deine Kiste packen. Dann machen wir das mal. Ja. So, dann haben wir. Dann gehen wir zu J.
J wie Jessica. Hallo Antje. Moin. Moin. Was ist das? Hier ist überall. Hier ist immer was los. Hier ist immer Verkehr. Ja. So, guck mal da. 13,5 haben wir. Konfirmation. Oh. Bald. Ja, ist ja bald wieder. Das ist immer so schön, beim Picken siehst du erstens, welchen Tag du hast. Ja. Ob das jetzt zum Beispiel Freitag ist, wenn alle bestellt haben, oder ob das einfach halt Mittwoch Spezial einfach halt jetzt rausgeht. Oder welche Jahreszeit du halt auch hast. Mhm. Guck mal, da schleicht uns Silke hinterher. Sie verfolgt uns. Jetzt nicht mehr. Nicht mehr. So, jetzt die Dame hat hier noch einmal Klebepads bestellt. 28,3, die müssen das sein. Einmal. Und nochmal die andere, Nummer 13. Und da siehst du nämlich halt, sie hat die zweimal bestellt. Ja. Dann musst du zweimal bestätigen. So, 28,4. Ja, das kommt auch noch alles auf mich zu. Ich werde hier nachher auch noch mal shoppen gehen. Echt? Ich richte mich ja jetzt auch ein. Ich habe ja eine. Piet, was ist denn los bei dir? Ich habe eine Gummi, also hier die Silikonmatte schon gekauft. Groß oder klein? Die große. Also die Unterlage, die Arbeitsplatte. Die Unterlage, ja, genau. Ja. Dann habe ich mir das Schneidbrett geholt. Und ich habe zu Weihnachten eine A4 elektrische Big Shot bekommen. Nee, ernsthaft? Ja. Du? Ja. Wow. Geil. Ich wollte eigentlich eine normale A5 zum Kurbeln haben und auf einmal kommt Mario mit so einem riesen Karton da an. Was ist das denn? Ja, ja, ein Geschenk. Denn schon. Habe ich mich mega gefreut. Achso, ich muss mal hier 87. Jetzt kommt das Papier. Oh, ich liebe Papier. Ohne Scheiß, ich liebe so sehr Papier. Wenn du ein gutes Papier hast, brauchst du nichts anderes. Nee, das stimmt. So. So, ich bin ja mittlerweile ein Fan von DIN A-Langkarten und von Boxen. Und da ist es schon wichtig, was für ein gutes Papier du da hast. Oder auch, was für ein schönes Muster du dann hast. Und du kannst auch nicht jedes Papier zu einer Karte oder zu einer Box verwenden. Richtig, genau. Das ist, guck mal, jetzt sind wir schon bei U. Guck mal. U, wir sind schon fast hier am Ende. Also ab T geht quasi unser Papier los. Ja, okay. Das ist ja meine Lieblingsecke, ne? Deswegen picke ich eigentlich auch immer nur große Kissen. Okay. U4-3. Das ist zum Beispiel ein altes Papier. Und ich finde das schön, dass du an den Kunden aussiehst, dass sie auch die alten Sachen wertschätzen. Ja, klar. Guck mal, das war schon U. Und jetzt gehen was es auch V. alles gibt. Genau, schön den Wagen drehen. Wenn möglich, bitte wenden. Bitte wenden. Rückwärts einparken. Oh, das ist ja auch geil. Wie so ein Kraftpapier, ne? Das ist Kraftpapier. Das haben wir auch noch gar nicht so lange. Und das haben wir nämlich in Kraftpapier mit Weiß, mit Gold, mit Silber und Rosé. Das gefällt mir. Also ich kannte jetzt zum Beispiel Kraftpapier, zum Beispiel die Kartenrohlinge, die hatte ich ja auch zu Weihnachten jetzt mal verwendet. Die fand ich auch nicht schlecht. Ja. Aber hier ist ja richtig mit Muster auch drauf. Das ist mit Muster, ja. Sehr cool. Sind nicht so, also bei Boxen musst du aufpassen, weil das ein dickeres Papier ist. Aber ansonsten ist das ein sehr schönes Papier. Da muss man dann beim Falzen wahrscheinlich eher aufpassen, ne? Dass es nicht einreißt oder so. Genau, das ist, wenn du die bei der Box, wenn das so umklappt, dass es nicht aufreißt an der Kante. Okay. Da musst du aufpassen. Mhm. Guck mal, jetzt haben wir noch, wir bleiben auch nur bei V. Guck mal. Oh ja. Guck mal, 21,5 haben wir hier. Und wie viel? 6-mal. Piet, ja, such mal raus, du. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schon den ersten Fehler gemacht. Welchen denn? Du hast nicht abgescannt. Achso, das muss man ja auch noch. Das muss man auch. Und bestätigen. Sonst, genau. Sonst ist es nicht drin. Also für den Scanner. Jetzt müssen wir ein Stück wieder zurück. Guck mal, das ist auch Antje wieder. Antje ist hochkonzentriert. Ja. Sie hat auch mehrere Kisten, ne? Ja, richtig. Gleich 4 auf einmal. Ja, es ist immer so, je nach Picker, wie du dich halt wohlfühlst, ne? Aber klar. Es ist eigentlich wirklich, zum Beispiel kleine Kisten, glaube ich, machst du 33, ne, Antje? Mach ich 33 auf einmal. Mhm. Und dann, das ist so witzig, dann läuft sie mit einem riesengroßen Wagen, überall stehen Kisten und denkst, okay. Und dann dreht sie durch. Jessica sich besonders einfach bei ihr ankommen. Ja. Da sind wir beste Freunde, sind wir dann auf einmal. Nein, aber das ist schon, wir achten eigentlich schon sehr auf uns. Dass das auch wirklich alles rund läuft, dass die kleinen Kisten haben, dass die großen, dass jeder irgendwie hinterherkommt und jeder echt noch ein bisschen Freude daran hat. Ja, das ist natürlich das Wichtigste auch. Ja, aber das war so süß, weil wir haben eine große Lieferung bekommen und dann standen wir Frauen alle da und dann kam der Mann raus, haben wir glaube ich schon mal im Lager finanziert. Mhm.
Und er sagte so, oh Gott, oh Frauen, alles nur Frauen. Und dann haben wir ihm das richtig gezeigt. Das war so geil. Er so, oh, das hätte ich nicht gedacht. Ich so, ja. Tja, ha. Das war schon geil. Kannst du mal sehen. So, guck mal, da sind auch 6 drin. Und dann dürfen wir mal noch zu 30 2. Auch einmal 6-mal. Das darfst du wieder raussuchen. Moment. Das ist das hier. Den scan schon mal einmal an. Auch 6-mal, ne? Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ab in die Kiste. Ab in die Kiste. Jetzt sind wir fertig. Guck. Jetzt musst du das noch zu einem schönen Paket verschnüren wahrscheinlich. Genau. Also wir bringen das dann jetzt nach vorne. Ja. Wir drucken einmal das Versandsetikett einmal aus und dann geht das zu den Packern. Mhm. Und ja, da übergeben wir das dann quasi. Okay. Die nehmen sich halt dann immer, wenn was fertig halt ist. Oder wir teilen das halt dann gleich zu. Aber das ist eigentlich so der Kreis, der sich dann quasi halt schließt. Aber es ist jetzt so, dass jetzt zum Beispiel du bist nur am Packen, sagen wir jetzt mal, den Tag über und die anderen sind am Picken oder wechselt ihr euch auch mal ab, dass du mal picken gehst und andere stellt sich zum Packen hin? Genau, also ich bin der Hauptspringer. Ja. Wenn ich sehe, dass hier bei den Kleinkindern, also wenn die Packer nicht hinterherkommen, dann bin ich beim Packen. Mhm. Wenn die Picker nicht hinterherkommen, bin ich zum Picken. Okay. Aber es ist, eigentlich haben wir Hauptpicker und Hauptpacker. Okay, ja. Aber es ist halt, du brauchst halt Springer, damit du variieren kannst, ja, damit klar. Es wirklich halt läuft. Wenn du eine Rush-Hour hast, sag ich jetzt mal. Genau. Also gerade bei den kleinen Kisten, da hauen sie uns wirklich halt so, das geht einfach halt schneller, als wenn du Papier halt raus ist, ist klar. Klar. Und deswegen bin ich hauptsächlich beim Packen. Oder wenn zum Beispiel halt auch, Antje und Nina sind ja die Hauptpack, also Picker. Ja. Mit Svea. Heute ist zum Beispiel halt, sind die Packer, also Picker gut aufgestellt, deswegen ist Svea heute bei mir beim Packen. Mhm. Wenn zum Beispiel aber jetzt Nina wegfahren würde, weil sie krank ist oder weil sie im Urlaub ist oder so, dann gehe ich rüber und picke. Okay, ja. Ja, okay. Und dann unterstütze ich Kai. Aber ich bin eigentlich der Hauptspringer. Ja, okay. Ja, mal sind es auch andere, aber eigentlich bin ich das meistens. Ja. Aber das ist auch völlig okay und es ist auch schön, dass wir uns einfach halt so alle gegenseitig helfen können. Ja, eben. Ja. So, und dann hast du auch ein bisschen Abwechslung drin, bist nicht den ganzen Tag nur am Packtisch, sag ich jetzt mal. Ja, obwohl das auch schön ist, weil du so schön abschalten kannst. Ja gut, das stimmt. Und kannst sagen, ja, du. Also es macht Spaß, es macht beide Spaß. Mhm. Beim Picken läufst du viel. Da kannst du einfach halt so, ja, okay, und da denkst du gar nicht so viel nach, weil du einfach nur läufst. Beim Packen ist so, da kannst du dich ein bisschen mehr unterhalten. Guck mal, da grinst sie schon. Weil hinten die ist ja... Nee, also es ist auf beiden Seiten richtig, richtig cool. Also es ist ein schönes Arbeiten. Ja, entspanntes, super. Tolles Arbeitsklima. Sehr, sehr schön. So, dann mal eben an der Stelle gesagt, ein bisschen rumschleimen. Nein, aber... Ja, aber ist so. Also ich finde, jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, ich bin ja auch regelmäßig mal hier, ja, also es ist immer eigentlich eine gute Laune hier. Ja, ist selten. Ist selten, dass wir... Klar, kacken wir uns auch mal an. Ja, gut. Das ja, ne, Birgit, ne? Ich hab nicht gehört. Ja, brauchst du auch nicht. Das ist, glaube ich, besser so weiter. Nein. Ich bin hier ja auch nur so eine arme kleine Auge. Ja, genau. Die. Ich ja alles gar nichts. Aber jetzt übergeben wir einfach mal die Kiste an Birgit. Ich sehe dich, mein Fräulein. So, einmal versandst du die Kette holen. Das hole ich mal eben von da hinten. Ja. Das kommt in die Kiste dann immer rein. Ah, okay. Und dann ist die Bestellung halt fertig. Weil du siehst einfach halt... Weißt du, sie ist abgeschlossen. Ja. Quasi. Versandsetikett ist drin. Jeder Packer weiß dann, okay, die ist fertig. Die kann ich jetzt nehmen. Genau. Wenn zum Beispiel ein Artikel fehlen sollte, dann muss das erstattet werden. Dann ist da zum Beispiel ein Zettel halt drin und dann wissen alle Packer ganz genau, okay, da kommt noch zum Beispiel ein Entschuldigungsgoodie halt mit rein. Okay. Also das müssen wir halt, ne? Das ist wirklich halt, da ist der Platz. Also müsst ihr euch vorstellen, halt, wenn du von dem Kreis halt kommst, links sind die ganzen Unfertigen, wo noch irgendwas ist. Und rechts werden die ganzen Fertigen hingestellt, die gemacht werden können. Ja, alles klar. Ja, und dann verteilen wir die quasi Kisten. In dem Fall dann zu Birgit. Boah, da kommt Andi angerast. Birgit, ich übergebe dir feierlich eine Kiste. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, noch. Ja, Jess, dann erstmal vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Haben wir dann auch mal so einen Einblick mal durchs Lager mal gehabt und wie das so funktioniert. Doch, eigentlich ist es ein guter Kreislauf. Wirklich. Also es macht Spaß. Guck mal. Birgit nimmt jetzt... Nur nette Kollegen. Jetzt nimmt Birgit den kompletten Papierstapel und packt ihn nochmal ein bisschen ein. Also Papier, wenn du Papierkisten hast, packst du immer erst das Papier hin, weil das ist immer das halt, das Erste ist, was in den Karton halt reinkommt. Ja. Es ist schwer, es ist gerade, packst du ja, halt gut, ein. Klar.
je nachdem, wie viel Papier wir haben oder welchen Karton wir halt brauchen, wird dann halt unterschiedlich eingepackt. Mhm. Mal haben wir halt die Schallplattenhöhlen, wo das Papier halt reinkommt. Die passen gut in den Pizzakarton. Wenn du aber zum Beispiel mehr Papier hast, muss es in Seilenpapier eingepackt werden. Ja, okay. Oder wenn du eine große Bestellung hast, brauchen wir einen Karton und da passt die Schallplattenhöhle nicht rein. Ach so, dann musst du es auch wieder einpacken. Okay. Auch damit es nicht so verrutscht im Karton wahrscheinlich. Auch, ja, genau. Da musst du echt immer gut aufpassen. So, jetzt nimmt sich Birgit einen Karton. Den muss sie erst noch zusammenklappen. Einen Pizzakarton. Ein Pizzakarton. Ich liebe Pizzakartons, weil du so schön, schön schnell aufbauen kannst. Ja. Man kann sich aber auch gut dran schneiden, wenn man sie noch nicht wirklich kennt. Ist aber auch wirklich wie ein Pizzakarton, ne? Also ja. 1:1. Ohne Scheiß. Da könnte jetzt auch eine 26er Margarita drin sein. Ja. Die sind genauso, denke ich, ne? Die sind so. Was ich an den Kartons so mag, ist, dass da auch dieser Spruch für den Postboten halt mit drauf ist. Da. Danke, lieber Bote, dass du dieses Happy Päckchen auslieferst. Wir wünschen dir einen tollen Tag. Oh. Ja, das ist tatsächlich Marion und Iris sehr wichtig. Finde ich gut. Aber es sind so diese Kleinigkeiten, ne? Die finde ich echt schön. So, jetzt kommt ein schönes Kärtchen da rein. Ein Kärtchen, ja. Was haben wir denn da? Aus dem Weg, Stress. Ich muss dringend basteln. Ja. Das macht total Sinn, die Karte. Die macht wirklich Sinn. Ich sage ja, ich richte mir jetzt gerade eine Bastelecke ein. Ich habe ja nur so an den Wochenenden meinen Junior bei mir. Und der hat aber ein Riesenzimmer und hat einen großen Schreibtisch, den er nie benutzt. Ja, den nehme ich dann jetzt. Ja. Guck mal, jetzt kommt alles in eine rote Herzchentüte. Da sind jetzt die Stempel drin und sowas. Genau, ne? Da sind die ganzen Sachen, die Kleinigkeiten quasi halt drin. Also nicht das, alles, was in eine rote Tüte reinpasst, geht meistens auch halt rein. Genau, die Goodies obendrauf. Ganz wichtig. Diese Herzchentüte erinnert mich so an Kiosk, so an diese gemischte Tüte. Ich habe noch 2 Euro, was kriege ich dafür? Oder Jahrmarkt. Oder Jahrmarkt, genau. Ja. Einmal die große Haribo-Schlange bitte. 2 Cola-Flaschen. Aber die ist auch von Anfang an mit dabei. Okay. Also die dürften wir, glaube ich, auch gar nicht mehr irgendwie ändern. Oder, nee. Weil das ist, glaube ich, einfach schon so ein kleines Markenzeichen von uns. Finde ich süß. Ich mag das. So, und das Witzige ist, jeder packt auch anders sein Paket ein. Ja, okay. Und wenn wir zum Beispiel Videos irgendwie sehen oder Bilder, sehen wir ganz genau, wer das eingepackt hat. Okay. Das ist total witzig. Ja, ich knicke die Ecke immer schräg. Ne? Genau, ich mache das nie. Und Birgit ist auch so, dass sie den Karton zum Beispiel anders zuklebt als ich. Okay. Ja. Und deswegen, das sind so diese Kleinigkeiten. Ja, klar. Oder wie du die Tüte reinlegst, die rote Tüte. Ja. Sie macht die auf die rote Tüte immer auf den Kopf. Bei mir muss immer alles gerade sein. Okay. Ja, es ist. Oder ich bin auch so zum Beispiel, das macht Birgit auch, den Goodie packen wir beim Papier immer auf. Also ich klebe das immer auf das Papier, auf die Papierhülle rauf. Ja. Andere machen das halt, dass sie das auf das Seidenpapier immer schon. Ach so, okay. Und das ist immer so wirklich witzig. Du siehst halt Bilder und sagst, das war ich doch. Ja, oder wenn irgendwas fehlt. Ja, dann weißt du ganz genau. Oder ein Paket zurückkommt. Aha. Ja, ja, das habe ich, wenn ich die Reklamation oder Rücksendung halt mache, dann denkst du, okay. Kommt das häufiger vor, Reklamation? Nee. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich, klar, wir sind Menschen. Das, ja, gut, ne? Das natürlich, ist logisch. Klar kannst du mal aus Versehen einen Stempel in die falsche Kiste reinschmeißen oder so, ne? Aber so, eigentlich ist das schon sehr gut. Pizza ist sehr gut, das System. Und jetzt kommt es auf den großen Packwagen. Und dann wird es später abgeholt und geht dann zu den Kunden. Sehr schön. Das war's denn schon, würde ich sagen. Ja, also mit Liebe eingepackt, sehr sorgfältig. Wirklich. Ja. Und ja, wir geben uns immer sehr große Mühe, dass auch alles dann gut läuft. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, im Wegefährt alles noch mit Handzetteln, also das Picken mit Handzetteln, den Handzettel ausschneiden und nachher auf den Karton oben drauf kleben. Ja. Aber guck mal, ich bin jetzt das 4. Jahr hier und damals habe ich schon zu ihr gesagt, dass das noch ziemlich groß wird. Mhm. Und dann sagte sie, ich dachte so, oh doch, Marian, oh doch. Das war nicht so süß, weil sie doch so, sie ist ja auch sehr bodenständig. Ja, also klar, sie hat viele Ideen, also mit Iris und die machen sehr viel, aber sie ist immer trotzdem noch so auf dem Boden geblieben, was echt cool ist. Das stimmt. Ja, und deswegen konnte sie sich das damals gar nicht vorstellen. Und jetzt stehen wir hier im 3. Lager quasi. Ja. Picken zu dritt, packen zu viert, das ist schon geil. Ja, was sagte sie? Ich glaube, insgesamt mit Designteam, ich glaube, 35 Leute. Ohne Designteam. Ach, ohne sogar noch? Ohne Designteam. Ohne Designteam sind wir, glaube ich, jetzt um die 35 Angestellte. Wahnsinn.
Das Design-Team ist ja auch noch, ich weiß es gar nicht ganz genau, ich glaube 30, 35 Frauen, die im Design-Team drin sind. Wahnsinn. Ja. Also, wenn man mal bedenkt, das hat nur zu zweit in einem klitzekleinen Büro begonnen. Ja. Wo auch wir aus der Familie so sagten, na, ist ja ganz nett, aber willst du vielleicht einen richtigen Job noch behalten? Einen richtigen Job? Ja, genau. Das hat sie mir mal erzählt, dass da viele... Ja, man, natürlich hat man Bedenken. Ja, sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn mein Mann jetzt nach Hause kommt und sagen, ja, du, ich mache jetzt eine eigene Firma oder ich möchte das, dann würde ich sagen, ja, du, pass auf, ne? Wer das und das hängt da dran. Also es ist klar, hängt das. Selbstverständlich, sagt man ja auch immer dann. Ja, dran. Und man hat natürlich halt ganz viele Bedenken. Du weißt ja auch nicht, wie das läuft, gerade so Bastelsachen halt, ne? Aber ich weiß noch, wo ich das erste Mal so gehört habe, ja, in Asse gibt es einen Bastelladen, hatte ja genau im Nebenkopf von mir, was soll denn das für ein Bastelladen sein? Ja, so, man denkt bei Bastelladen so an Uschis Bastelstübchen, so mit ein bisschen Garn und irgendwie sowas. Und also du hast ja auch viele, wenn du irgendwo halt hingehst, gibt es ja auch einfach halt immer diese ganzen bestimmten Marken. Ja. Haier zum Beispiel. Mhm. Die findest du eigentlich überall. Ja. Aber es ist so ein Standardding. Mhm. Und das ist einfach, hat auch einen guten Preis, finde ich. Also da musst du echt auch dann so, ne? Ja, aber ich finde, hier ist einfach, wir haben so einen eigenen Stil einfach. Ja. Durch die ganzen neuen Designer kommt immer mehr Stile halt dazu. Und das ist einfach echt schon richtig cool, viel, sehr, sehr vielseitig. Und eigentlich für jeden was mit dabei. Mhm. Ja, und ich habe es ja schon mal, glaube ich, in einer Folge gesagt, Corona hat uns natürlich auch da einen ordentlichen Ansprung gegeben, ne? Ja, weil aber es viele war tatsächlich zu Hause waren, langweilig war oder so und auch die ja, mit Basteln auch, an. Ja, auch, aber den, das noch nicht vergessen, viele hatten ja auch nicht mehr so das Geld, ne? Das kann aber natürlich das war noch vor Corona. Ich kann dir ganz genau sagen, welches Stempelset das war. Das war diese große Worte. Okay. Diese großen Worte, das Stempelset, das ist damals richtig durch die Decke gegangen. Ja. Und danach war es immer mehr und immer mehr. Krass. Und dann kam Corona und das hat natürlich dann auch seinen Beitrag dazu gemacht. Mhm. Und natürlich, ja, du hast dann auch viele Social-Media-Sachen, Facebook, Insta, WhatsApp darf man auch nicht unterschätzen, nee, YouTube haben wir Leute, also das Marketing, also wo wir vertreten sind, ist auch richtig gut. Ja, ja. Und da du immer neue Ideen halt hast und auch neue Produkte in den Shop kommen, ist das einfach echt immer was Neues und Spannendes. Auf jeden Fall. Also ich kann nur dran denken, so, das ist schon Jahre her. Da war es, glaube ich, gerade das Wegepferd noch. Und da, ich bin ganz später, der zu Instagram gekommen ist. Ja. Und Marion fragte mich so, hast du eigentlich Instagram? Ich so, nö. Ja, musst du haben. Also ich habe schon 10.000 Follower mit Kreativdepot. Ja. Jetzt sind wir bei 30.000. Ja. Oder auch YouTube. Als ich für sie den ersten Podcast geschnitten habe, den sie noch gemacht hatte, da waren auf YouTube, ich glaube, 200 Follower. Ja. Jetzt sind wir bei 2.500. Also es wächst und wächst und wächst. Also es ist eine geile Community auch. Es ist auch. Es die ist Kommentare auch. Sind, die gehen auch teilweise echt runter wie Öl, wenn ich das so, denn so höre und lese, was ich da denn für Kommentare... Oder ich habe, ja wie gesagt, schon ein paar Mal jetzt Fanpost bekommen. Also es ist auch eine richtig klasse Community da drum. Also es ist geil. Das sind alles tolle Menschen. Merle hat ja Weihnachtsgeschenke gekriegt. Ja, was ihr hier an Freupaketen bekommen habt zu Weihnachten, das war ist ja der Wahnsinn. Ja. Also es ist einfach echt krass, was die Leute uns auch wiedergeben. Ja, das ist echt total schön. Also nicht nur, dass wir sie glücklich machen dürfen, sondern sie machen uns auch einfach auch zurück. Halt auch glücklich. Ja. Das ist total schön. Wahnsinn. Süßigkeiten ist echt krass, oder? Das ist total cool und total lieb. Ja. Handcremes. Das war richtig, richtig geil. Also, es ist ja nicht so einfach nur mal eben Süßigkeiten irgendwo, also, sondern ist, die denken ja auch mit. Ja, genau, das ist total schön. Die eine Kundin, die hat hier was abgeholt und sagt, ja, ihr habt ja so viele Süßigkeiten, ich habe euch ein paar Äpfel mitgebracht. Das war so geil. Das war so süß. Ja, bei den ganzen Süßigkeiten nicht, dass ihr noch ein Akku-Schild draußen ans Haus hängen müsst. Also, unter Zuckern werden wir, glaube ich, ich glaube auch nicht. Aber es ist total schön. Also auch wie liebevoll die das selber einpacken und sich diese Gedanken machen, die Mühe machen, uns was zu schicken. Ja. Das ist total großartig und immer eine Freude. Auf jeden Fall. Also ich habe ein komplett selbstgemachtes Windlicht bekommen aus einer Glasflasche und alles in... Ja, von Anke. Von Anke, genau. Ja. Denn auch die tollen Karten, die sie noch dazu... Die hat ja ein komplettes Care-Paket gemacht. Ja. Denn von Mareike habe ich ja so einen richtig geilen Pin bekommen. Da ist mein Foto drauf. Ja. Und das ist ein Pin, den kannst du einmal mit einem Magnet eine Magnettafel machen, hat aber auch noch einen Flaschenöffner mit integriert. Also ja, siehst du. Cool. Ja, und das ist einfach halt schön. Doch. Ist schon krass, was hier draus geworden ist, dass die Leute das so mögen und immer noch da sind und uns unterstützen. Mhm. Das ist total cool. Dann wünsche ich euch noch frohes Schaffen.
Danke dir auch. Vielen Dank für den Einblick. War schön, dass du da warst. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht's weiter. Abonniert gern unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Habt ihr Themenwünsche, die wir zukünftig im Podcast besprechen könnten? Dann schreibt uns gern eine Mail an huhu@kreativdepot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.